Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 5 Royal. Ich bin es, Adam Smurfix, und wir haben hier beim letzten Mal es unmöglich geschafft. Wir haben Futuber in die Welt integriert, so halbwegs. In Detective der Großstadt haben wir heute ein Feature über Akihabara. Akihabara ist berühmt bei den Touristen. Die Stimmung dort ist einzigartig. Ich liebe Retro Games und ich gehe immer gern in den Secondhändler in Akihabara. Ich freue mich immer, wenn ich dort alte Spielkonsolen finden kann. Genau, da werden wir nämlich jetzt auch mal hingehen, aber heute dürfen wir nicht raus. Beim letzten Mal haben wir, wie gesagt, Futuber mal in die Welt rausgebracht. Sie haben ein bisschen sich zumindest in der Welt umgeschaut, bevor sie sich wieder in eine Zamm gerollt hat und in der Ecke lag. Wir könnten halt ein Buch lesen, auch wenn wir nichts Sinnvolles haben. Vergnügliche Anleitung. Ah, das ist eigentlich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Schauen wir mal. Darts für Profis könnte man eigentlich auch dann noch irgendwann mal lesen. Kunst des Zockens, das braucht man definitiv. Angeln, das... Nur wenn wir gezwungen werden. Aber wir lesen jetzt heute das Buch. Und dann schauen wir mal, Leute. Morgen beginnt die Schule. Wir haben etwas auch über einen Urlaub gehört. Dass wir irgendwo wegfliegen mit der Schule. Wohin? Keine Ahnung. Aber das Buch lesen wir. Denn dann erhalten wir, wenn wir lesen, ich glaube, mehr Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, genau. Wir lernen das Lernen. Du hast die Theorie des Lernens verstanden, solltest auch effizienter lernen können. Genau. Größere Wirkung. Das heißt immer, wir erhalten einen zusätzlichen Punkt. Ganz nett. Und jetzt... wieder Schule. Listen up, inmate. Our master wants a word with you. It seems you formed a contract with another new ally. This is the owner of quite a different type of power. It will help guide you all to further heights as thieves. Worry not. You are steadily approaching the realization of your goal. This is not necessarily to prove so, but I shall increase the number of personas you can hold at once. From here on, your tale will make great progress. Hone your powers even further, and prepare for the time that will soon come. I expect great things from you. Until we meet again. It is time, inmate. Return to your world. Morning. Ooh, a uniform. Make sure you study hard. Futaba says she's going to shift to living a morning person's life. A healthy mission starts with a healthy lifestyle. Mission? And on to breaking news. In regard to the so-called Phantom Thieves events that have been a hot topic among the general public, the Prime Minister held a press conference at his official residence to address the problem. The government acknowledges the current rumors of the group called the Phantom Thieves. We are currently confirming facts with the police and wish to deal with it in an appropriate... Even the Prime Minister's talking about the Phantom Thieves? They're allies of justice, after all. They change hearts, huh? I wonder if it's true. Looks like we're finally being recognized across the country. That humility of yours is favorable. I bet you stole that from me, huh? Let's find clues on that case as soon as we can, too. And resolve it ourselves. For Futaba's sake, too. You two really get along, don't you? You're gonna be late if you don't get going soon. Good luck on your student duties! The age group with the most belief in the Phantom Thieves seems to be teenagers. We've even received messages about how the Phantom Thieves are all students talk about these days. Do you know about them? They're the only thing my daughter speaks to me about. She's been glued to this fan site thing. I thought it was just an ordinary website. Lately, they've added a polling feature to ask who you'd like to see have a change of heart.
Given people's heightened expectations, it's been receiving a lot of votes. Huh. Maybe I should go vote for our company president. Change his heart so he'll raise our salaries. Sounds pretty good, doesn't it? Oh, it's all over. The Phantom Thieves are great! This every year, but isn't summer vacation too short? It's like it always ends right when you get used to a life without school. Then again, I guess we had some fun things this year. All right, let's begin homeroom. Let's see. We've just gotten back from vacation, but starting next Monday is the school trip. Oh yeah, that's right! You students are so lucky. You get an entire month off for summer and get to go to Hawaii, too. Make sure that none of you cut loose too much, okay? Okay, settle down. That concludes homeroom. School trip, huh? I guess we won't be able to act as Phantom Takamaki-san! You can speak English, right? Basically, yeah. That's amazing. I lived over there, so it's nothing that special. Hey, if there's something we're not sure of in English, can we ask you about it? Huh? Know the answer? Hey! Yes. There you guys are. Futaba! Did you come here by yourself? I went to get her since I got out of school early. What a patronizing Inari. Well then, let's get talking. What do we do now? Should we go after another big target? That's important too, but what about that villain in the cognitive world? It's almost certain that this person exists. What's more, they're inducing mental shutdowns. We certainly can't turn a blind eye. Yeah, but we don't got any clues. But, you know how we're totes popular right now? Everyone at school's talking about us, and not a day goes by when you don't hear about it on TV either. We totally made it big, don't you think? True. The rankings on the Phantom Aficionado website have been crazy, too. You mean this? Huh? What the hell? First place keeps changing by the second. People are voting around the clock, after all. If we go after these guys, I'm sure we'll score some big cash at least once. What would you use money like that for? Acting all stoic like that ain't cool, you know. Are you fine with that, Futaba? Even though it's related to what happened to your mother. It's not okay. I'm definitely gonna punch that guy. The culprit forcing mental shutdowns. If you think about it, there's no bigger target than that. If we can change his heart and get a confession out of him, we'll be on top of the world for real.
Should we reveal our identities then? Oh, I bet chicks are gonna be all over us. Whoa, whoa. You want us to show our faces? I guess that might be okay. I see. If the true culprit confesses, the existence of the metaverse will become known. There would be no need for us to remain in hiding in such a questionable manner. Hey, we're not doing this to stand out, you know. Being unknown is the allure of being a phantom thief. But considering the hype now, it's gonna be one hell of a huge deal if we pull it off. Are there really no clues regarding those mental shutdown cases? If I remember right, wasn't the older Nijima sister investigating it? Yes, I can pry and ask about it. But she'll just tell me to mind my own business and get angry with me. If you can't ask her, wanna just extract that data? Does she have a personal laptop or something? Don't tell me. I can lend you a storage device with my special gimmick on it. Just stick this baby in and it'll clone the internal hard drive. It'll even bypass the OS password. You'll have to plug it directly into her laptop, though. Can you do it? Sis does bring her laptop home sometimes, but I'm not comfortable going that far. Ooh, is Futaba gonna do something amazing again? Are you scared of seeing how your sister truly feels? No! Of course not. Fine, I'll do it. What? I was in a tabloid magazine? But I gave a gag order in regard to Mr. Kamoshida's case. Please, wait! Please give me some time! I will find evidence on the Phantom Thieves for sure! I couldn't have made it this far had it not been for your assistance, sir. So, please, please let me... No! No! Der Sommer ist schon fast vorbei. Das ging wieder viel zu schnell. Bleiben dir noch 6 Monate, übertreib's nicht, verstanden? Oh, so Zero beginnst du uns zu vermissen, oder? Hey, diese Ranglisten sind unfassbar. Ja, wenn man nur einen Moment lang wegsieht, ändert sich die Reihenfolge komplett. Es ist schwer zu entscheiden, welchem man nachgehen soll. Sie kommen ununterbrochen rein. Wir können wählen, was, wen wir wollen. Fürs Erste sollten wir warten. Die Lage wird sich bald beruhigen. Noch viel wichtiger, wie läuft es bei dir, Makoto? Meine Schwester ist noch nicht wieder zu Hause. Heute Abend kommt sie vielleicht gar nicht nach Hause. Mann, wäre es toll, wenn wir unsere Zielperson einschränken könnten. Das stimmt, aber... Nehmt ihr das nicht zu sehr auf die leichte Schulter? Der ganze Druck lastet auf mir. Tja, deswegen bist du unsere Queen, Mann. Ich verlasse mich auf dich. Sogar du, Maxi. Schätze, ich tu's. Let's leave this to Makoto. I'm sure she'll be able to pull it off. Muss sie? Oh, Seckenhändler? Was wollen wir da mit dem Seckenhändler? Keine Ahnung. Unser nächstes Thema ebenfalls mit der Fanfiction. Viele VIPs haben ihre Blogs für öffentliche Entscheidungen veröffentlicht. Die allgemeine Meinung ist, dass die Fanfiction dafür verantwortlich sind. Sie denken, dass die Fanfiction sie in Ruhe lassen, wenn sie sich vorsorglich entschuldigen. Einfach mal schön gesagt. Es tut mir so leid für alle meine Verbrechen. Was hast du getan? Ich habe nichts getan, aber ich könnte ja was tun. So, gehen wir zum Seckenhändler. Was gibt's hier? Oh, ein kaputter Laptop. Cool. Schwarz-Kokatana. Habe ich zwar schon. Kaufen wir nochmal. So, okay. Passt. Für was habe ich jetzt den Laptop gekauft? Ich habe keine Ahnung. Morgana hat es mir gesagt. Als nächstes, genau, können wir jetzt nach Akihabara reisen. Ein neues Stadtviertel und eins auch der coolsten, weil es hier sehr, sehr viel Krempel gibt, was man kaufen kann. Kapseltoys zum Beispiel. Kapselautomaten, komm. Da. Und es ist verzierter Dekarabi. Das ist selten. Es ist kein großer Gewinn, aber auch kein großer Verlust. Freilich. Oh, mir fällt halt auf, wir müssen mal unser blödes Lotto-Los eigentlich mal einlösen hier. So, was gibt's da? Ein Saugroboter. Oh, Geschichtsverschön. Elektrische Zahnbürste. So ein Schwachsinn.
So, oh, das Maikaffee. Das ist neu, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Hier gibt es einen Automaten. Da können wir uns wieder unsere ganzen blöden Getränke kaufen. So, ansonsten, da ist die Arcade, genau. Da werden wir später nochmal hingehen müssen. Willkommen, ich meinte willkommen. Ah, nee, das ist nicht die Arcade. Entschuldigung. Kaufen wir mal die Motorradfigur. So. Ich suche eigentlich was anderes. So. Wir bieten hochwertige Produkte. Sei vorsichtig damit. Eisensand, Alufolie. PC-Reparaturset. Genau, das können wir kaufen, weil dann können wir unseren PC reparieren, so wie es aussieht. So. Ja, ich suche eigentlich. Hier, das ist die Arcade, die ist wichtiger. Die Spielhalle, genau. So, da können wir auch ein bisschen zocken und dann hier. Warte mal, hier, Greifautomat. Können wir da nicht spielen? So, ich will die Jack Frost-Figur haben. Ich will die verdammte Jack Frost-Figur haben. Komm schon, komm schon. Komm schon. Bam, 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 bam. Ja, ja. Oh mein Gott, ich habe einen Jack Frost. Mein Leben geht in Erfüllung. So, eine Jack Frost-Puppe. Das Spiel wird dann auch sicher noch wichtig sein. Ich dachte, hier kann man... Man kann irgendwo noch im Automaten spielen, aber ich weiß jetzt auch nochmal welchen. Ja, passt schon. Na gut, verlassen wir die. So wie sei gesagt, gespoilert mal wieder. Wir werden hier noch mit einem S-Link beginnen. Und jetzt hier ist der Secondhand-Laden für Videospiele. Dort kriegen wir jetzt erstmal... Genau, weil wir das da vorhin erst durchgespielt haben, kriegen wir jetzt hier... hier, genau, einen Preis. Und zwar das Fornios-Abzeichen. So, und ansonsten kaufen wir uns jetzt einfach mal hier die Spiele zusammen. Und immer wenn man jemals durchspielt, erhält man dann immer hier einen kleinen Bonus. So, haben wir auch Akihabara mal gezeigt. Dann geht es zu Tsuyaya wieder. Nur mal so brauchen wir eigentlich eine S-Link-Stärkung, weil das müssen wir natürlich an jeder Situation ausnutzen. Schauen wir mal nur für den Fall der Fälle, dass ich irgendwas nicht habe. Aber Chia und Oe passt. Sojiro passt. Kann ich gerade nicht sehen. Na gut, dann wird das schon alles passen mit dem Aslink. Oh ja. Nein, ich möchte wissen, wie es hier bei unserer guten Tiaja weitergeht. Was hat sie hier dem VGM, dem Vorsitzenden, gesagt? Ach, ich war neugierig und habe dein Schicksal gedeutet. Ich habe es mehrmals versucht, aber immer erscheint die Herrscherin. Letztes Mal spürte ich, dass du Probleme mit Frauen hast. Aber dieses Mal ist es anders. Sei jedenfalls vorsichtig. Na, die Herrscherin? Nee, die Hohepriesterin ist meine Dame. Ja, dann machen wir den Verifizierungstest. So, es gibt da etwas, worüber ich reden will. Die VGM-Sache ist komplizierter, als ich dachte. Was soll ich nur tun? Der Vorsitzende übt weiterhin Druck auf mich aus, diese Wundersteine zu verkaufen. Ich will mehr über die Seminare der VGM herausfinden und seine Machenschaften aufdecken. Aber je tiefer ich grabe, desto schlimmer wird es. Inwiefern? Die VGM profitiert nicht wirklich von dem Verkauf der Heiligen Steine. Das ist Fassade. Der Großherr der Einnahmen stammt von den Seminaren. Dort geben sie den Leuten eine bewusstseinsverändernde Droge. Dann werden sie aufgefordert, ihre gesamten Ersparnisse dem Wohl der VGM zu spenden. Manche Leute sind sogar nach einem Seminar verschwunden. Familien wurden zerrissen. Und ich habe da mitgemacht. Ich habe diese falschen Steine verkauft und ihre Verbrechen dann direkt unterstützt. Ich weiß, das macht es nicht wieder gut, aber ich will den Leuten helfen, aufzuwachen. Aber kaum jemand in der VGM redet mit mir. Und die, die es tun, hören mir nicht zu. Was soll ich nur tun, Dragonessan? Die Leute laufen blindlings in ihr Verderben. Ich muss doch dem Vorgesetzten irgendwie das Handwerk legen können. Ja, ich muss einfach allen sagen, was vor sich geht, auch wenn ich dadurch selbst untergehe. Das ist der einzige Weg. Tja, weiß wohl nicht genau, wie sie das Problem angehen soll. Sie könnte sogar etwas Unüberlegtes tun. Ich muss mich um den Vorgesetzten kümmern, bevor es dazu kommt. Ich bin die Einzige, die ihn aufhalten kann, oder? Wie ist Fukali mit deinem Vornamen? Oder Vorsitzende? Yuji Fukari. Warum fragst du?
Mach dir keinen Kopf deswegen. Oh, oh. Hm, seltsam. Die Karten haben sich irgendwie verändert. Meine Zukunft ist mit dem des Tricks, das im Einklang. Was bedeutet das? Ah, mein Schicksal bleibt unverändert. Ich bin dazu verdammt, ein Monster zu bleiben. So, also wir müssen uns um den Vorgesetzten kümmern, der unsere arme GI und so viele andere Menschen hier bedroht. Ich muss eine Weile darüber nachdenken. Machen wir für heute Schluss. Und das werden wir auch tun. Und den verdammten Typen hier bestrafen für das, was unser guten Dame hier angetan hat. Also Leute, schauen wir aber erstmal, wen wir als nächstes Ziel hier auserkoren haben. Huh. Did you get a tan? You seem different. Oh yes. Thank you for the coffee last time. It is a lovely cafe. I haven't relaxed that much in a while. That's nice of you to say. Especially lately, since it seems I'm hated by those who support the Phantom Thieves. Anyhow, it seems your school's in trouble. The media is reporting that the whole school was involved in the cover-up about that gym teacher. Those unfortunate students were made victims. All because adults valued their own conveniences. This is unforgivable. No matter the reason. Let me know if you need anything. I'll do my best so that the case is wrapped up quickly. Hey! What up? Did you see that ad in the train? The media's gonna come to our school. At least be a little interested in it. Cover up by faculty and principal of Shujin Academy, where the Phantom Thieves first appeared. It's been a huge deal already. I wonder what's gonna happen to the principal now. Anyways, we made the right choice going after big targets. Everywhere I go, people are talking about us. Whoa! I'm sorry. Oh, no, I'm fine. That girl just now, don't you think she was fine? The Phantom Thieves are on fire right now, so I wonder if I got a chance, if I asked her out? It sucks that I can't just say I'm actually a Phantom Thief to anybody. Did you do it too, Teach? The whole cover-up thing? This is the first time I'm hearing about it too. Even if the police ask you anything, you better not make irresponsible comments to them. Seriously, why does this keep happening? All my relatives are gonna call me again. Oh, perfect timing. I think you might have been told this already, but it's about the school trip. You know how the police have been coming to the school again because of that incident? So, a number of the senior faculty are going to be called in for questioning, and that day just happens to overlap with the school trip. Yes, I've been told so. Now, this came up at the faculty meeting, but the plan is to have third years to act as our proxies. I'm so sorry to drop this on you, Nijima-san, but we'll be counting on you. What? You know, a lot of the second years this year happen to be unique. You must have your hands full with the entrance exams, but I'm sure you'll be fine with your grades. Don't worry, there'll be a couple more people going besides you. If that's the case, very well. Really? Oh, thank goodness. I'll go ahead and pass this news on, then. I guess that works out. Listen this time, okay?
Seht ihr das? Akechi ist in den Ranglisten aufgetaucht. Vielleicht wegen der negativen Kommentare über uns. Scheint so. Wow, das ist absolut krass. Irgendwie fühle ich mich schlecht deswegen. Ach komm, diesen Idioten muss man nicht bemitleiden. Übrigens, wie läuft's bei dir, Makoto? Bist du schon an die Daten deiner Schwester gekommen? Ich glaube, sie ist beschäftigt. Sie ist gestern überhaupt nicht nach Hause gekommen. Das ist ein Problem. Was sollen wir machen? Bevor wir sie nicht haben, können wir gar nichts tun. Setz mich nicht unter Druck. Ich versichere dir, dass ich das hinkriege. Vor allem aber, seit diesem Zeitungsartikel ist die Lage in der Schule ziemlich angespannt. Bitte achte darauf, nicht so sehr aus der Reihe zu tanzen. Okay? Das musst du mir nicht zweimal sagen. Hey, are you listening? Aha, that's the way. Aha. Und dann setzt er sich wieder so gelangweilt hin und sagt, ich wurde gar nicht mit Kreide beschmissen. Und wieso schmeißt er eigentlich nie auf Anne? Also nix. Nicht, dass ich will, dass Anne beschmissen wird, aber trotzdem, Mann. So, ja, unser Charme ist schon voll. Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber egal. Nehmen wir trotzdem gerne. Okay. Super. Soll denn nicht auch die Presse auftauchen? Wir müssen uns noch unauffälliger verhalten. Ey, mir ist wulste das schon wieder. So. Oh, Yoshizawa. Hallo. Erinnerst du dich an die Abmachung? Ich sollte beim Training helfen. Könnten wir bis nächste Woche damit warten? Ich gehe in ein Trainingslager, also werde ich eine Weile lang nicht in Japan sein. Ich reise auch nach Hawaii. Hä? Oh, stimmt. Der zweite Ausflug findet dann nächste Woche statt. Was für ein Zufall. Wir verreisen beide zur selben Zeit ins Ausland, was? Okay, dann setzen wir das Training aus, bis wir beide wieder zu Hause sind. Viel Spaß bei deinem Ausflug. Du musst mir danach alles erzählen. Okay, super. Yoshizawa, bei dir lief es jetzt nicht so gut, wie wir das hier gehört haben. So, wir werden jetzt noch eine Sache machen und zwar, das habe ich total vergessen natürlich mal wieder, Jinjoku, da können wir jetzt ja auch hingehen. Hier gibt es nämlich einen Bücherladen und da kauft man natürlich auch mal wieder, dass er dem Meisterschwert ist. So. Gut, danach geht es wieder nach Shibuya, denn da kenne ich mich aus. Schon wieder 200 Yen weg. So, mein Lottolos habe ich nämlich total vergessen. So, oh, 50.000 Yen. Endlich. Hat sich mal gelohnt. Gleich das nächste los. Am 9.9. Oh, ist ja eh bald. So, und dann gehen wir zu unserem normalen Bücherladen und schauen auch nochmal, ob es was gibt. Ist nie schlecht. Und was wir auch noch machen können, apropos Bücher. So, zum Glück muss man nicht hier in dem Durchlauf alles lesen, so wie im originalen Persona 5, wo man für Platin-Trophäe alles lesen musste. Das war sehr nervig. So, und zwar zur Bibliothek. Wenn wir schon mal wieder beim Büchershoppen sind. Oh. Habe ich die Päpste nicht zurückgegeben? Achso. So. Cry of Cthulhu. Ein Buch vom fiktiven Mythos in die makabre Welt stärkt den Mut. Oh, das Buch von dem werten H.P. Lovecraft hier. So, da, liebe Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erst an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Die Fantasy sind hier auf einem Allzeithoch. Und dazu fahren wir noch nach Hawaii. Was will man mehr? Nun gut, bevor wir aber weitermachen, erstmal ein kleiner Cut. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play Persona 5 Royal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.